mal wieder ein Movie von mir, und zwar mein nächtliches musst du gucken, Informationsmovie. Informationen gibt es zum Schluss. Ich würde mal sagen, ich bin wieder voll auf. Allerdings muss ich euch echt sagen, wenn man denkt, die Spitze des Eisberges ist erreicht. Nee, der Thailänder legt noch einen drauf. Also, ich hole jetzt Otto und danach sehen wir uns auf den Markt und dann gucken wir mal. Also würde ich sagen, bis gleich. Ja, Lola will immer mit, aber die können wir nicht mitnehmen, ne? Ja, meine Gute. Na komm, ja, die Leute sehen ja so eine Gute. Da muss man zu Hause bleiben, ne? Es ist so, dass auf dem Markt zu viele Hunde sind. Und Weibchen gehen sie ja gleich an. Ja, in der Schule kann man sie auch nicht mitnehmen. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Otto gerade von der Schule abgeholt. Der ist gerade, wir können ja mal gucken. Also, wir kommen ja jeden Tag aus der Schule. Und ja, der zieht sich hier um. Und ist eigentlich ein bisschen fertig. Hast du schon gegessen? Wollen wir los? Oder willst du hier bleiben? Los, gut. Also. Ihr habt's gehört. Wir wollen dann gleich los. Es ist so. Ja, die Schwester ist wieder aufgetaucht. Allerdings. Ja, hat sie sich bis jetzt versteckt. Ich habe ja keine Lust, in den Laden jetzt zu gehen und danach zu gucken. Also ich weiß, dass sie da ist. Ja, ich muss mich da ein bisschen... Tja, weiß ich eigentlich jetzt. Im Prinzip habe ich heute früh wieder einen Anruf gekriegt. Also ich rede gerade nur bedingt mit meiner Frau. Ja, also es ist echt so, wenn man denkt, es ist alles ausgereizt. Nee, da kommt sie hinter der Kurve und er fragt mich nicht echt, ob sie mein Telefon haben kann. Ich dachte, ich muss zusammenbrechen. Ich habe gleich rumgebrüllt. Weil, naja, wir machen erstmal einen Werbeblock und dann erkläre ich euch das. Also ist er ja wieder. Wir haben ja, es ist ja so, dass Otto jetzt auch irgendwie ein technisches Gerät braucht und deswegen, der hat ja mal ein Samsung vorher gehabt, aber das, da hat er Mist gemacht, hat Zeug runtergeladen. Das ist bei Samsung ein bisschen schwierig, bei Apple nicht. Bei Apple muss ich mich im Store anmelden mit Fingerabdruck. Und auf dem Samsung konnte der einfach so in den Play Store rein, hat sich da was runtergeladen. So dass ich genug bezahlt habe. Deswegen habe ich ja das iPad neu gekauft und Otto das alte iPad gegeben. So, fertig. Ein Problem gelöst, alle sind zufrieden, alle sind glücklich. Jetzt kommt das, dass wenn er hier ist, mal eine Stunde. Also ich sage, das iPad bleibt zu Hause. Du musst ja nicht das überall mitschleppen, wenn wir wegfahren nach Pattaya, natürlich. Aber wenn wir hier auf den Markt fahren und eine Stunde hier sind, muss er es nicht mitnehmen. Ja, und dann habe ich zur Oma gesagt, die Oma möchte ihm auch nicht das Telefon geben, was sie hat. Nicht, dass er wieder runterlädt. Er hat ja da irgendwas gemacht, so dass sie eine neue Karte hatte. Und ja... Was soll ich sagen? Sie hat es ihm wiedergegeben, runtergefallen, kaputt. Ja, jetzt kann meine Frau an sich nur über mich anrufen. Und hat mich heute früh gefragt, ob ich nicht meinen Samsung der Oma geben würde. Boah,
Also jetzt es ist irgendwann reicht's langsam. Das Telefon hat mir meine Community von Twitch gekauft. Das gehört theoretisch Twitch, damit ich streamen kann. Und das bleibt also. Von mir geht ja nichts mehr raus. Ist ja wohl, also ich weiß nicht, wenn sie nicht hören, sage ich mal so, dann müssen sie fühlen. Aber das ist jetzt mein Equipment da noch hingeben. Nee, Zusatz. Also. Wenn die Oma so dämlich ist und das immer wieder macht, da hat sie echt Pech gehabt. Da kann ich nicht. Da hat das Samsung, das haben die Leute mir damals zusammengelegt und wir sind zusammen los und haben das gekauft. Und seitdem kann ich damit streamen und wir freuen uns alle. So, also, das sind meine technischen Geräte. Die brauchen auch ja nicht sich einfallen zu lassen, oder so ein iPad nehmen zu wollen. Es ist ja wie immer so, es ist ein. Der Thailänder hat so ein. Bewusstes egoistisches Verhalten und dann ist das allen egal, ob du damit zurechtkommst oder nicht. Also, ich habe mal wieder auf den Tisch geklopft und habe gesagt, lass mich ja in Ruhe. Das bisschen Geld, was ich habe, das nehme ich für mich und für Otto und da braucht keiner kommen. So, also, was hat er heute gemacht? Ja, Vögel beobachtet, wo ist es hin? Ansonsten habe ich im Computer rumgeguckt. Weil bei Twitch was nicht stimmt. Aber ich glaube, ich habe es hingekriegt. Ansonsten habe ich mich entschieden, am Sonntag, Nachmittag, da ist es bei euch früh, wir haben 6 Stunden Unterschied. Ich denke mal so. 3, 4 Uhr werde ich auf YouTube wieder mal streamen. Und ja, ich wollte euch nur sagen, vielleicht sehen wir uns, vielleicht nicht. Ihr könnt mir Fragen stellen, machen, tun, wie ihr wollt. Das letzte Mal ist ja schon ein bisschen her, aber das hat ja echt Spaß gemacht. So, in dem Sinne, wie gesagt, neue Runde, neuer Kunde und alles wird auf Anfang gestellt. So. Also, ich würde sagen, wir fahren nach Hause. Ach, er ist noch. Weil wir haben heute ganz schön viel Schulaufgaben, ne? Ist da noch was? Ist da noch Hunger? Wie, ne? Ja, wenn du los willst, sagst Bescheid, ja? Also, in dem Sinne. Bye bye, euer Dadumen. Und glücklich sein nicht vergessen. Abo nicht vergessen, Daumen nach oben vergessen, nicht vergessen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bye bye.